We can reflect Jesus' presence in us. Wir können betrachten die Gegenwart Jesu jetzt in uns. By the Holy Communion, Jesus came to me. Durch die Heilige Kommunion ist Jesus zu uns gekommen. Jesus is in me. Jesus ist in mir. Holy Spirit in me. Der Heilige Geist, er ist in mir. Heavenly Father is in me. Der himmlische Vater, er ist jetzt in mir. I am the temple of the Holy Spirit. Ich selbst, ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Jesus wants to heal our inside as well as our body too. Jesus möchte unser Inneres und auch unseren Körper, unseren Leib heilen. We can pray, thank you, Jesus, for your presence in me. Und wir danken Jesus, wir beten jetzt, Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in mir. Thank you, Jesus, you are the bread of life. Danke, Jesus, du bist das Brot des Lebens. Thank you, Jesus, you are the light of the world. Danke, Jesus, du bist das Licht der Welt. Thank you, Jesus, you are the living water. Danke, Jesus, du bist das lebendige Wasser. Thank you, Jesus, for your powerful name. Danke, Jesus, für deinen machtvollen Namen. Jesus, by your powerful name, heal my soul. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Seele. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Seele. Jesus, by your powerful name, heal my mind. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Geist. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, Jesus, by your powerful name, heal my emotion. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Gefühle. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Gefühle. Jesus, by your powerful name, heal my inside. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile mein Inneres. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile Jesus, by your powerful name, heal my body. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Leib. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Leib. Jesus, by your powerful name, heal all kinds of sickness and diseases. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile alle Krankheiten und Beschwerden. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, Jesus, by your powerful name, heal my family. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Familie. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Familie. Jesus, by your powerful name, heal all kind of sickness, people belong to our community. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile alle Menschen, die in unserer Gemeinschaft hier krank sind. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile alle Menschen, die hier in der Gemeinschaft sind. Mother Mary, pray for us. Mutter Gottes, bitte für uns. Mutter Gottes, bitte für uns. Saint Joseph, pray for us. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. All Apostles and Saints, pray for us. Alle Apostel und Heiligen, bittet für uns. Alle Apostel und Heiligen, bittet für uns. St. John Paul II, pray for us. Heiliger Johannes Paul II, bitte für uns. Heiliger Johannes Paul II, bitte für uns. Now I will bless with the relic of John Paul II. Those who didn't have the blessing, they can come now. Jetzt segne ich alle die, die den Segen mit der Reliquie vom heiligen Papst Johannes Paul II. Noch nicht empfangen haben.
Then priestly blessing, then Eucharistic blessing. Danach werde ich alle, die es möchten, nochmal mit meinem priesterlichen Segen segnen und danach gibt es den eucharistischen Segen. Thank you.
Dear loving brothers and sisters, today Jesus gave a very much inner healing. Meine lieben Brüder und Schwestern, Jesus hat heute sehr viel innere Heilung geschenkt. And very much peace Jesus given to us. Und sehr viel tiefen Frieden hat Jesus heute very geschenkt. Very much solution coming. Und auch viele Lösungen hat er gegeben. Jesus telling, don't worry, I am with you. Und Jesus sagt, lasst euch nicht verwirren, macht euch keine Sorgen. Ich bin mit euch. And just tell him, don't worry about your children. God is taking care of you. Und Jesus sagt auch besonders heute, macht euch keine Sorgen um eure Kinder. Ich kümmere mich um sie. And Mother Mary is a special protection. Und die Mutter Gottes ist ein besonderer Schutz dafür. Praise the Lord. Preis den Herrn. So tomorrow, 10 o'clock to 4 o'clock, we have a program here. Morgen haben wir hier wiederum Programm von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr am Nachmittag. And I will bless with the relic of Apostle Paul. Morgen werde ich euch segnen mit der Reliquie des heiligen Apostels Paulus. And 13th we have a Fatima night. Und ich erinnere noch einmal, am 13. Juni haben wir dann wiederum hier die Fatima Gebetsnacht. You all are invited. Zu all dem lade ich euch alle ganz herzlich ein. Beginning 9 o'clock evening. Die Fatima-Nacht beginnt am 13. um 21 Uhr abends. Then we have a praise and worship. Dann haben wir Lobpreis, Rosary, Rosenkranz, Talk, Vortrag, Adoration, Anbetung, 12 o'clock midnight mass. Und um Mitternacht feiern wir die Heilige Messe. Eucharistic procession, danach, also with the procession with the Madonna. Danach machen wir eine eucharistische Prozession mit der Mutter Gottes und mit Kerzen in der Hand und mit allen anderen Heiligen und gehen hier durch, das, durch die Stadt. Den Agape. Und danach haben wir noch eine Agape, ein yeah, gemeinsames Mahl. So you all are invited. Also ich lade euch alle ganz herzlich dazu ein. And many blessings for you. Da geht es viel Segen für euch fließen. So now I will bless the water. We can sing a Mother Mary song. Jetzt werde ich noch das Wasser, was hier unter dem Altar steht, segnen und wir können dazu ein Marienlied singen. 800.